Hallo und willkommen zurück bei White Shadows. Wir sind beflügelt. In der letzten Folge sind wir ja im Vogelland angekommen, im Land der Raben. Und haben dort ein höchst interessantes Theaterstück miterleben dürfen. Und infolgedessen haben wir uns diese Flügel verdient. Und jetzt drücken wir diesen Knopf. Ja, the final chapter. Man hat's vielleicht schon erahnt. Es geht stark aufs Ende zu. Ich hoffe, dass wir den Wölfen ihr Handwerk legen können. Das Handwerk legen können. Auf jeden Fall den Wölfen das Heim zahlen können, dass sie getan haben, was sie getan haben. Ich glaube, unsere Beleuchtung lässt nach. Brauche jetzt gar nicht mehr landen. Kann einfach den ganzen Tag flattern. Na gut, vielleicht muss ich doch landen. Nichts passiert. Machen wahrscheinlich nicht, oder? Wäre irgendwie gut, wenn man die jetzt schon mal alle einfach rauslassen könnte, so als Zeichen. Einfach nicht. Okay, ich kann sie nicht tragen. Ich muss sie tatsächlich plumpsen lassen. Tut mir leid. So. Hat sich hier was geöffnet? Da ist ein Hebel. Ich habe auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, die jetzt einfach hier so zurückzulassen, aber was soll ich auch sonst tun?
kann sie nicht befreien. Und mitnehmen kann ich sie auch nicht. Jetzt einfach mal gehofft, dass es in Ordnung ist, nicht, dass ich dann direkt in so einem Ventilator lande. Ich will eigentlich nicht durch den Ring fliegen, das habe ich jetzt ja schon genug machen müssen. Ah, das gibt mir wahrscheinlich Aufschluss darüber, in welcher Reihenfolge ich durch die Ringe fliegen muss, oder? Hm, na gut, dann versuchen wir das doch mal so. Wups. Ah ja, ganz fantastisch. Das Ministerium des Lichts. Schönen guten Tag. Ich hätte da mal ein paar Fragen. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden.
keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Kann ich denn mit diesen Türen irgendwas anfangen? Nicht rückwärts laufen. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe. Gehen wir mal ran. Really? Bekommen wir jetzt den Passierschein A38? Fantastisch. Danke dafür. Ja, großartig. Es ist also kein Passierschein, sondern eine Wartenummer. Die bauen doch wohl nicht darauf, dass ich in Altersschwäche sterbe. Oh nein, aufwachen! Okay, sind wir. Kopf hoch, gleich ist es soweit. Was? Aber ich hatte doch A38 und das bin doch nicht ich. Hä? Lieber Traum, Wahnvorstelle. Ich wollte gerade noch sagen, ich möchte nicht nochmal überbelichtet werden.
Ich hoffe nur, dass ihr euch das nicht irgendwie abends anguckt, bevor ihr schlafen wollt, weil durch diese Überbelichtung jetzt seid ihr auf jeden Fall wieder wach. Ich liege einfach mal so aus Gefühl her nach oben. Scheint richtig zu sein. Hier ist auf jeden Fall mein Telefon. Guten Tag. Verstehe es nicht. Ein Schalter. Schalter kann ich. Ja, das sind die Herrschaften, die das Spiel wohl erschaffen haben. Ich hätte mir für den Abschluss noch irgendwie ein bisschen... ich weiß nicht. Mehr Buße für die Wölfe hätte ich mir gewünscht. Aber nichtsdestotrotz ein cooles Spiel irgendwie. Auch wenn tatsächlich bei mir jetzt noch so die ein oder andere Frage offen geblieben ist. Aber das bietet ja auch mal Spielraum, um selbst darüber zu philosophieren. Was man denn darüber so denkt oder meint zu denken. Also ganz als Beispiel jetzt so das, was jetzt just gerade passiert war, dass wir eigentlich ja den Passierschein oder die Wartnummer A38 hatten und wir sind dann ja rausgegangen und waren danach unser Spiegelbild, das reinkam und eine völlig andere Nummer hatte. Seltsam. Ja, aber alles in allem... echt schön, hat Spaß gemacht. War hoffentlich auch für euch cool anzusehen. Und ja, sollte ich mal wieder eine solche Perle entdecken bei Steam, werde ich natürlich zu lang das dann auch hier auf dem Kanal spielen. Und dann schaltet ihr hoffentlich auch wieder ein. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund, lasst euch nicht stressen. Und bis dahin. Ciao.